Woher haben Marienkäfer ihre Punkte? Keine Ahnung. Marienkäfer, ich bin noch nicht betrunken genug, um das zu beantworten. Welches Musical hätte die Welt nicht gebraucht? Diana, das Musical auf Netflix. Unbedingt mal angucken, falls es da noch läuft. Es ist wirklich schlimm. Was ist schlimmer, Babys in Tierkostümen oder Tiere in Menschenkostümen? Babys in Tierkostümen, weil Babys einfach schlimmer sind als Tiere. Welche Worte hättest du deinem 15-jährigen Ich gern mitgegeben? Jetzt wird's aber hier. Welche Worte hätte ich meinem 15-jährigen Ich mitgegeben? Es wird immer etwas besser. Hast du die Soße lieber am Rand des Tellers oder komplett übers Essen? Kommt aufs Gericht drauf an. Bei Kartoffelgerichten gerne über die Kartoffeln und über das gesamte Essen, also so Gulasch oder sowas. Bei anderen gerne an der Seite. Wenn dein Leben ein Song wäre, welcher wäre es? Ja, das ist eine gute Frage, weil ich immer sage, ich habe so einen unfassbar breiten Musikgeschmack. Wenn du mich jetzt gerade in diesem Moment hier in diesem Hochsommer fragst, Girls Just Wanna Have Fun. Was war die komischste Berufsbezeichnung, die die Leute mal angedichtet haben? Gerade vor ein paar Wochen, als ich vom Schiff auf dem Landgang war und einer sagte, hier, da ist doch der auf der Bühne Steher. Welche Geschichte müsste unbedingt noch als Musical dargestellt werden? Vielleicht der Quatsch Comedy Club als Musical? Das wäre lustig, besonders bitte mit Michael Mittermeier, weil Michi ja, der hasst Musicals. Und der hat auch eine Nummer über Musicals mal gemacht und der muss die Hauptrolle dann bekommen, glaube ich. Was ist dir wichtiger, viel Geld oder viel Freizeit? Viel Freizeit und ein bisschen Geld. Würdest du lieber vor einem Roboter flüchten oder vor einem Dinosaurier? Ja, was heißt lieber? Also vom Dinosaurier würde ich eher flüchten wahrscheinlich als vom Roboter, weil Roboter können ja noch nichts so heutzutage, nicht so viel. Also, ja, so. Danke. Oh Gott, ich bin echt noch nicht wach für sowas heute.